ich habe heute einen Powernap gemacht, ne? Normalerweise mache ich keine Powernaps. Wisst ihr warum? Danach bin ich noch mehr im Arsch. Ja, Mann. Aber heute, ne, dieser Regen und diese Hitze, Bruder. Weißt du, was Adolf Hitler in immer 15 Minuten Schläfchen gemacht hat? Adolf, warte mal. Tschüss, Alter, dieser Vergleich. Es ist krass, nee, es ist krass, weil er hat nie, also er hat 15 Minuten Powernaps gemacht. Ja. Aber auf, also am Ende des Tages hatte er 8 Stunden zusammen. Okay. Also so viele Powernaps. Aber der hat immer nur 15 Minuten. Ja, dass der 24-7 wach ist. Ja, Mann. Tschüss. Also nicht wirklich irre, sondern irre, Alter. Okay. Was geht ab, meine Damen und Herren? Oh je, mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy. Mein Name ist Jack. Und die Moral der Geschichte ist, dass wir das rausschneiden. Macht keine Powernaps, sonst macht ihr verrückte Sachen wie Adolf Hitler. Oder wie kann das sein? Typ durch, Alter. Typ ist richtig durch. Okay, Powernaps sind damit tot einfach. Ja. Ja. Es ist, kennt ihr diese Story von der ZDF-Journalistin? Damals, die hat sich in eine Talkshow gesetzt und dann meinte sie, dass Familien zu der Zeit von Hitler, besser strukturiert waren. Ja. Dann hat sie ihren Job verloren. Voll der Skandal. Voll, alles war vorbei danach, Bruder, für die. Die haben die gebasht bis zum geht nicht mehr. War das und die Arme wollten nicht sagen, Hitler ist gut, sondern die wollten sagen, zu der Zeit. Einfach zu der Zeit. Ja, ich glaube, die Aussage von ihr war, damals war nicht alles schlecht, so ungefähr. Ja, ne? Yeah, genau, so mäßig. Weißt du? Und die, Alter, es waren, Journalisten hätten sich auch dreimal nachdenken können, was die da labert. War das nicht die Frau Hermanns? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, gell. Ja. Krass, Alter. Die Pech gehabt, Bruder. Oder die interessiert schon für meine Probleme. Ey, letzte Folge, Patreon, was? Bruder, erzähl mal, was ist das überhaupt? Ich hab gar keine Folge. Wir müssen jede Folge damit beginnen. Ich hab nur gehört, Geld. Ey. Patreon ist letztendlich wie ein Abo. Wie Netflix. Genau, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, 5 Euro, 10 Euro oder 15 Euro. Wenn ihr mehr zahlt, habt ihr eigentlich nichts davon. Außer ihr gebt uns mehr Geld. Also mehr Support. Mehr Support, genau. Und allerdings, die 15 Euro zahlen, haben tatsächlich ab und zu die Möglichkeit, Folgen, die wir nicht rausgehauen haben, exklusiv zu bekommen. So auf wie Patreon. Die letzte. So wie die letzte. Warum Folge 42. Genau, Folge 42 wird es exklusiv auf Patreon geben. Aha. Für die 15 Euro zahlen. Lost Für tapes. Die 5 Euro und 10 Euro zahlen, wir küssen einfach euer Herz. Ja, am Ende des Tages, ja. Alles, was sie mehr bezahlen, das geht ja auch wieder hier rein. Das ist ja jetzt nicht so, dass... Genau, es geht hier mal rein, wir können mehr Content schaffen, wir können cooleren Content schaffen, wir können uns Mühe geben. Wir können vielleicht endlich mal Scheiern einladen, damit wir uns den leisten können, ja, aber so teuer echt? Wie das ist. Genau. Bei Nisa waren wir ja schon pleite danach. Nisa war schon ordentlich. Können wir jetzt beide holen. Der Nisa ist auch reich, Bruder. Der ist wirklich, wirklich reich. Ja, aber er tut so einen auf... Nee, das sind diese nordafrikanischen Tricks, Bruder. Das ist diese Ablenkungstaktik. Yeah, er sagt das immer zu Scheiern, aber eigentlich ist er der Reiche. Ne? Ist euch mal aufgefallen, dass Reiche in Deutschland, ne? Daran merkt man, dass Nisa halt nicht reich ist. merkt ihr, dass die Reichen in Deutschland keinen Stil haben? Die tragen dann so Camp David. Ja. Warum? Du hast eine Million, Bruder. Warum trägst du Camp David, du hässlicher? Mit Absicht, vielleicht. Ja, die haben einfach keinen Stil, Mann. Damals keiner kommt, weißt du? So, ah, Baby, aber Camp David ist ja voll teuer, oder? Ja, aber ich weiß noch damals, als ich in der Pizzeria gearbeitet habe, mein Chef hat das Maximum, was er getragen hat, war Tommy Hilfiger. Ja, siehst du? Und der ist immer mit Schlappen zur Arbeit gekommen, nie mit Schuhen, immer mit Schlappen. Und dann, wenn wir gesagt haben, ey, wie wär's mit Gehaltserhöhung? So, ja, im Moment siehst du doch. Ja, aber genau deswegen, ne? Also die sind schlau, Bruder. Wenn du zeigst, dass du Geld hast, ne, dann wollen die Leute auch was von dir. Nicht nur deine Mitarbeiter, auch deine Freunde und links und rechts und dies und das. Vielleicht machen die das deswegen, weißt du? Ich habe heute, voll der Themenwechsel. Ich habe heute den Diss-Track von K1 gegen Bushido gehört, damals, den er rausgehauen hat. Jüngster Tag. Wo der so Abrechnung macht, 25 Minuten lang. Und da habe ich über etwas nachgedacht. K1, ne, wurde voll misshandelt und auseinandergenommen von der Szene und von Bushido selber und keine Ahnung was. K1 hat sich danach aber voll zurückgezogen. Der hat sein Business gemacht, der hat auf alle geschissen. So. Der hat ist in die Jury von DSDS. Genau, DSDS damals und sowas. Der hat gechillt. Also der hat sich mit allen angelegt. Der war ja echt so wie er erzählt, hatte er Angst um sein Leben. Der wurde gebasht, der wurde fertig gemacht von allen in der Szene. Warum ist Bushido so eine Miske? Dass er jetzt in seiner Ankündigung sagt, mit K ist alles okay? Einmal ist mit K alles okay. Genau, das finde ich auch voll schlimm. Und dieses, warum... Also, nachdem du V-Mann bei der Polizei bist und Schutz vom LKA bekommst, warum setzt du dich in die Kamera und schiebst Welle? K hat wenigstens danach nicht mehr den Gangsterfilm gefahren. Verstehst du, wie ich das meine?
Der war LKA-V-Mann, hat sich da hingesetzt bei Spiegel, bei Stern TV, hat gesagt, ja, ich habe beim LKA ausgesagt, alles klar. Danach, aber Kay war kein V-Mann. Nicht V-Mann, keiner von denen ist ja V-Mann, der Bushido ja auch nicht. Also V-Mann ist jetzt eh von mir das falsche Wort, aber ich meine LKA-Informant letztendlich, ne? Der hat denen komplett Informationen gegeben und Kay hat das halt offensichtlich zugegeben und hat danach halt seine Fresse nicht mehr aufgemacht. Ja, der wollte einfach seine Ruhe. Genau, warum macht, also Bushido bellt überall rum, die haben mein Leben zerstört, ich war ein Sklave, der bla bla. Aber warum setzt du dich jetzt, der und Animus, ne? Und ich sag das wirklich neutral, ich sag das gar nicht wirklich Hate, sondern es regt mich einfach auf. Es regt mich auf, ich sehe diese Statements und rege mich auf. Ich denk mir dann so, ey Alter, man hätte ein bisschen Mitleid mit dir kriegen können, so. Wenn dir das wirklich alles passiert ist, was du behauptest, dann hätte ich Mitleid mit dir gehabt. Warum machst du jetzt wieder Ansagen? Wofür? Damit die nächste Großfamilie kommt und dich auseinander. Bruder, ich, ehrlich gesagt, ne, ich hinterfrage die Sachen gar nicht mehr. Also wenn du wirklich Angst um dein Leben hast, dann setze dich nicht dahin und mach eine Amazon-Doku. Verstehst du? Und machst nur eine große Ankündigung und dies. Aber Bruder, soll mir egal sein. Also ich bin eh nicht in dieser Welt und ich verstehe das auch nicht, beziehungsweise versuche es auch gar nicht zu verstehen. Mir soll scheißegal sein, Bro. Egal, was anderes Geiles. Aber was sie auch in der Doku erzählen. Warte ganz kurz, ich muss mal Wasser trinken aus dieser geilen Tasse. Ich habe gestern Truman Show gesehen. Kennt ihr das, wenn die sagen so... Oder soll ich hier Cornflakes machen? Oder ist das so eine Werbung bei Zuschauer? Ey, wir haben hier Schwarzkaffee von unserem Kumpel Arthur. Wir wollen euch gar nicht so viel verraten, sondern wir werden ihn einladen. Ja. Und dann seine Story erzählen. Ja. Ich als alter Kaffee-Junkie freue mich jetzt schon. Das wird krass, das wird cool. Das ist eine interessante Story. Ist auch gut gegen Powernaps. Das Krasse bei Kaffee ist, ne, früher habe ich das ja einfach nur so... Einfach Kaffee wach trinken. Aber diese Kultur mit, was weiß ich, Barista, der Schaum da drauf, dass sie so Dingens, das kam ja irgendwann irgendwie vor 10 Jahren, ne? Ja, so eine Mode geworden. Genau, findet ihr das eine Mode oder ist es wirklich so gerechtfertigt, dass man so dahinter so diesen Film und, oh, weil der Arthur ist ja zum Beispiel so, Bro, du sagst nur Kaffee, ne? Dann kann der dir schon eine halbe Stunde darüber erzählen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie bei uns mit Musik. Ja, ne? Weißt du? So, glaube ich. Ja. Weil du kannst dann eine Stunde erzählen, wie man mixt, wie man master, wie man... Das heißt, eine komplette Genusskultur. Aber wenn du dem vor 20 Jahren gesagt, weil der macht das ja schon sehr, sehr lange. Ja, der macht's lange. Ne, wenn du dem vor 20 Jahren gesagt hättest, Bruder, damit kann man kein Geld verdienen, ne, was dem seine Eltern bestimmt auch gesagt haben. Das haben alle zu ihm gesagt, das ist das Krasse. Deswegen freue ich mich, ihn einzuladen. Deswegen freue ich mich voll, ihn einzuladen, weil seine Story als Hustler so ist auch geil. Und ich will auch nicht zu viel verraten, es ist wirklich wahnsinnig. Mit Auswanderung, allem. Ne? Alles, Alter. Mhm. Aber das erzählen wir, wenn er hier ist. Ja. Ich habe was anderes Geiles. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Habt ihr diesen Prank gesehen von diesem Marvin mit diesem Hydro-Hype? Ey, ich hab nur den Titel gesehen. Das ist das YouTube-Ding des Jahrhunderts. Guck mal. Du hast ja gepostet. Das jetzt ist das nicht, wo der LJ gesagt hat, hier... Respekt. Aber dieser Marvin wurde so hops genommen, Bruder, danach. Guck mal, Bruder, dieser Marvin macht einen Prank mit YouTubern. Mit Influencern. Er macht ein Produkt, das namens Hydro-Hype. Ja. In diesem Produkt ist einfach nur Gleitgel drin. Achso, das ist das. Das ist das, ja. Das ist das, genau. Okay. Das Gleitgel drin. Jetzt ist auf dem Etikett, aber der hat sich richtig Mühe gegeben, ne? Der hat eine Internetseite erstellt. Der hat die Firma ein Register gemacht. Oh, der hat eine Instagram-Seite, Follower gekauft. Der hat es official gemacht. Also, es ist wirklich, es sah aus, als ob es Hydro-Hype geben würde. Mhm. So, jetzt hat der Influencer angefragt. So, in dem Etikett steht aber drin, dass das Inhaltsstoffe Uran. Pipi-Kaka-Seed-Öl. Niemals. Und das dritte war irgendwas anderes, keine Ahnung, das ist schon krass genug. Uran, auf jeden Fall Uran und Pipi-Kaka-Pipi-Seed-Öl. Irgendwie so verpackt. So, jetzt sind ein paar Influencer tatsächlich so dumm gewesen, sind darauf reingefallen. Voll die Blamage. Da ist auch eine große Influencerin, die hat sich danach voll gerechtfertigt und bla. Und voll die Blamage, Bruder. Die hat einen Dreiteiler gemacht, ne? Das ist, seine Aufzeichnung ist von September letzten Jahre. Oh shit. Hat das jetzt rausgehauen. Einer von denen, denen das geschickt hat und darauf reingefallen ist, ist Leon Mascher. Okay. Leon Mascher hat dann die Werbung gemacht. Also, sorry, in dem Video von Marvin siehst du, wie er Leon Mascher hops nimmt. Und der Titel, das war die finale Folge von Marvin, da ist so, ich krieg Anruf von Großfamilie, arabische Großfamilie. Mir wird gedroht. Dieser Marvin, ne, sagt okay, er. Ja. Jetzt ruft der Manager, also du musst dir vorstellen, Leon Mascher hat dieses Video im Oktober, November letztes Jahr gemacht. Jetzt kommt der Prank ja raus. So, das heißt, dieses Telefonat ist von Oktober. Jetzt zeigt Marvin, wie er telefoniert mit dem Management von Leon Mascher. Macht aber eine Voice-Over von der Stimme von SpongeBob. Damit er nicht zeigt, wer es ist. So, und um ihn nochmal bloßzustellen. Mäßig wahrscheinlich, weißt du. So, nach der nachgesprochenen Szene
sagt er Familie Müller. Sagt er, informier dich mal über die Familie Müller. Und wenn das Geld nicht bald drauf ist, werden wir dich in Berlin suchen, aufsuchen und das Geld halt selber holen. Marvin macht da halt voll das Drama raus. Mir wurde gedroht am Telefon, bla bla bla. Jetzt kommt dieses Video raus von Marvin. Leon Mascher macht eine Instagram-Story und seine Statement ist einfach nur, ey, die Anfrage kam und natürlich Shitstorm, ne, weil der hat sich ja Gleitgel ins Gesicht geschmiert. Ja. Ne, und ey, Leon Mascher verarscht seine Follower, er sagt, er hätte diese Creme jeden Tag benutzt und bla bla bla. Super, Bruder. Jetzt, boah, Bruder, ich ey, liebe sowas. Was für ein Coup jetzt, Bruder. Dieser Marvin macht das halt, der Leon Mascher macht ein Statement und sagt so, geht gerade so auf der Straße und sagt, ey, ich hab nichts damit zu tun und das war mein Management und kümmert euch selber um die Familie El Egno. Familie El Egno. Okay. Das heißt, in dem Video von Marvin weiß man nicht, wie diese Familie heißt. Ja. Und die ganze Reaction, Bruder, Reaction-Szene, wie die alle heißen, Unge und Montana Black und keine Ahnung, alle reagieren und machen sich halt über Leon Mascher lustig. Und die bashen den im Sinne von, bah, wir wussten doch, dass der mit Großfamilie zu tun hat, das passt so zu dem und bla bla bla. Die nehmen den auseinander, Bruder. Der Abfuck des Todes, ne? Und der, und so, und er spammt ja den Namen der Familie. Weil Marvin, der, ne, Marvin hat ja gar nicht hat gesagt. Müller draus gemacht. Der Familie hat ja SpongeBob-Stimme. Genau, SpongeBob-Stimme. Also hat er sich selber verraten eigentlich. Er sagt Familie Egno. Bruder, jetzt kommt vor 4 Tagen das Video von Leon Mascheros. Der hat die alle gebumst, Bruder. Der wusste von Anfang an, dass da was nicht stimmt, weil er dieses Uran und sieht irgendwie. Yeah. Bruder, zieht euch das rein, Leute. Der kommt, der merkt halt an dem Etikett, ah, mich will jemand pranken. Der Pranker überhaupt, Leon Mascher, yeah, weißt du? Fängt an, so, und der Marvin hat dann schon unter seinem richtigen Namen. Der hat über Sören irgendwas immer E-Mail-Verkehr gehabt. Der Leon Mascher, der hat die so hops genommen, Bruder. Der hat von hinten bis vorne das Spiel mitgespielt. Dann sieht man, es ist ein Snapchat-Video, wo er sich das ins Gesicht schmiert. Ja. Jetzt hat er das Uncut-Ding rausgehauen. Ja. Er schmiert sich was anderes erstmal auf die Hand. Und dann beginnt das Video halt mit der Packung von Hydro Hype. Ah, okay. Und in seiner Hand ist halt eine echte Creme. Ja, ja, ja. So, und die tut er sich ins Gesicht und du siehst halt, also er hat auch nicht gefaked, weil er lässt das Video synchron laufen auf Snapchat ab dem Punkt von der Snapchat-Veröffentlichung und das Uncut-Video. Ja. Der Typ, der ihn anruft, ist einer seiner Mitarbeiter. Der sagt halt, ey, wir sind von der Familie El Egno. Jetzt reagieren, ey, Bruder, der hat das so durchdacht. Jetzt sagt er, schickt er dem eine Voice-Nachricht. Der Manager schickt dem Marvin eine Voice-Nachricht. Also Sören. Ja. Ne, angeblich dem Sören. In der Voice sagt er, ey, hey, hier sind die aktuellen Streaming-Zahlen. 1 Million, bla, 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 Klicks darauf, 2 Millionen Klicks darauf. Wenn du all diese Zahlen zusammennimmst, kommt halt raus, Marvin, du kleiner Pisser. Nein! Aber, warum hat er das Marvin geschickt, also Sören? Ja. Der Sören schreibt ihm dann, hey, ich glaube, du hast dich in der Chatgruppe vertan. Du hast mir gerade die Streaming-Zahlen von deinem Künstler geschickt. Aber wo wir dabei sind, wann kommt endlich der Post? Wir haben noch eine Abmachung. Die haben sich halt nicht geeinigen können oder sowas. Aber warte mal, hat der Marvin jetzt wirklich Geld in die Hand genommen und den Leuten das geschickt, damit die das posten? Bezahlt. Ja. Die wirklich bezahlt. Es ist im Auftrag von der neuen Late-Night-Show von diesem YouTuber Aaron auf Join. Ah. So, jetzt kommt der Leon Mascher. Ey, Alter, der hat den Vogel abgeschossen. Jetzt läuft er bei seinem Statement an so einer Werbesäule. Hier geht er die Werbesäulen vorbei, während er das sagt. Er läuft daran vorbei und sagt, aber warte mal, was ist denn da im Hintergrund in meinem Statement? Ist da so ein umgedrehtes Blatt? So? Ja. Mit Zahlen auch drauf. Da steht dann auf, genau, bei dem ersten stand Marvin, du Pisser, also die Streaming-Zahlen. Ja. Und bei dem Blatt stand Marvin, du Pisser, das ist erst der Anfang. Nein. Bro, jetzt geht der. Und, genau, ey, guck mal, was für eine Geduld der Leon Mascher hat. Das ist ja im Oktober. Er wartet ja, bis das rauskommt. Warum weiß er, dass das Marvin ist? Er hat gegoogelt diesen Namen Sören oder sowas. Ja. Den Namen gibt's halt wirklich, der Idiot. Und, ah, sorry, genau, weil die Rechnungsadresse musste auf einen echten Namen laufen. Ja. Ah. Dann hat er den gegoogelt, hat rausgefunden, dass der Typ für diesen Aaron arbeitet. Hat dann weiter recherchiert, hat gesehen, dass Marvin gerade ein der Elten von ihm ist. Ja. Okay. Und hat sich dann gedacht, ah, dieser Marvin erlaubt sich ab und zu mal öfter solche Scherze, der muss das sein. Ja. Der muss diese Filme mit mir machen. Hat den Hops genommen des Todes. Dann ruft die, nachdem er das Statement gemacht hat, dieses Instagram-Statement, fragt die Show, die Redaktion von Aaron, ihn an, ob er halt in die Show kommt. Okay. Um darüber zu reden, über diesen Dings. Ja. Warte, vorher
reacten ja alle YouTuber, diese ganzen Reaction-Leute. Einer von denen heißt Unge, das ist einer der erfolgreichsten YouTuber. Unge klickt. So. Wie kann man den so hops nehmen? Dieser Unge hat aber nicht so reagiert, wie der Leon Mascher das wollte. Mhm. Und deswegen hat er überhaupt das Statement gemacht. Ich weiß nicht, was zwischen ihm und diesem Unge ist, dass er überhaupt ihn auf dem Schirm hatte, dass er seine Reaction provozieren wollte. Mhm. Der hat dann nochmal dieses Statement gemacht, weil er wusste, die werden nochmal reacten darauf. Und dieser Unge rast aus. Leon, Junge, was bist du für ein Mensch? Du musst zur Polizei gehen und halt dich fern von diesen Leuten. Ich bin enttäuscht von dir. Das ist unterste Schublade und mach den voll fertig. Dreh mal das Wort Egno um. Ah, krass. Ach, krass. Unge. Unge. Ja. Er hat Marvin hops nehmen wollen und von Anfang an hat er kalkuliert, dass die Leute reacten werden, vor allem dieser Unge, und hat von vornherein gesagt, Familie El Egno. Krass. Es gibt diese Familie krass. Nicht. Es ist Unge. Dieses Video ist auch genial. Was macht er dann? Die Redaktion telefoniert, der will nicht dahin, der sei für 20.000 komme ich zur Show. Ja. Sagt er, wie weit ist das denn weg? Ich brauche die Adresse, damit ich weiß ungefähr, ob sich das lohnt und bla bla bla. Der wollte die Adresse haben, damit er hinfährt. Dann fährt er hin, nimmt er seinen Nachbarn mit so einem Bosnier oder keine Ahnung was, weißt du. Geht da so hin, der zieht ihm sogar die Perücke, hat richtig läppisch so. Jetzt zieht der Perücke an und sagt so, warum nennst du uns Familie Müller in deinem Video? Wir sind Familie Egno. Zu dem Zeitpunkt ist dieses Video von Leon ja noch gar nicht online. Ja. Keiner weiß warum. Also er kommt jetzt theoretisch nur, um sich abzufucken über Marvin. Ja. Schmiert sich seine Hände aber voll mit diesem Gleitgel aus dieser Hydro-Hype-Creme. Macht dann auf, kommt Jungs, hey, lass ein Foto machen und gut ist, Mann, du hast uns Hops genommen, weißt du, setz dich hin und schmiert dem Marvin das ins Gesicht. Bis dahin denkt Marvin und Aaron, das ist der Prank, dass er ihm Hydro-Hype ins Gesicht schmiert. Ja. Er wusste aber nicht, dass am nächsten Tag dieses ganze Aufdeckungsvideo kommt. Krass, boah, was für eine Geduld hat Bruder, dieser. Bruder, der hat, also dass sein Plan in den Monaten komplett aufgegangen ist, zu krass. Bruder, zum Glück ist der YouTuber. Stell dir mal vor, der wäre wirklich schon Mafia-Boss. Bruder. Ein ganz gefährlicher Junge, der Typ. Ey, ich hab das so hart gefeiert. Krass. Weil dieser Marvin ist Karma. Der Marvin wollte die Influencer hops nehmen. Was ich auch cool fand, weil diese Idioten auch so Werbung auf Fake machen. Aber ich fand das so geil, dass, ey, Alter, boah, Junge, ey, was für, also rein sportlich gesehen, Hammer-Move. Krass, ey, und von LG hat die Props bekommen, Alter. Und LG, genau, und ey, ich dachte mir, boah, der LG, Bruder, der kam zu einer Zeit, der Arme, der wurde ein bisschen dafür gehatet. Ja. Weißt du, jetzt sind die YouTuber, das ist der neue Beef, neue sportliche Battle, so, weißt aber du? Aber echt, der hat eigentlich Maßstäbe gesetzt, also der hat eigentlich echt komplett... Was Pranken angeht, ist auch ein neues Level gehoben. Ich hab's hart gefeiert. Also dieser Leon Mascher. Ich glaube, dieser Leon Mascher ist auch ein bisschen abgekackt. Also ich kenne mich nicht so gut aus in der YouTube-Szene, aber ich glaube, der hatte so eine harte Zeit hinter sich. Ich glaube, der wurde so hart gehatet von der YouTuber-Szene und das hat ihn auf jeden Fall hart backgebracht, Alter. Das ist krass. Krass. Hammer, hart gefeiert. Ey, ich hab auf Amazon jetzt diese Doku gesehen von J Balvin. Geil, oh, richtig geil, interessant. Ja. Ist auf jeden Fall sehr krass. Aus der Heimatstadt und so weiter. Genau, das ist ein richtiger Ghetto-Jungs. The Boy from Medellin, genau. Das ist ein richtiger Ghetto. Und der hat wohl, also was man nicht wusste, der hatte halt auch, oder hat immer noch, auch hart mit Depressionen und so zu kämpfen. Das auch so ein, also er hat so beschrieben wie, es gibt J Balvin und es gibt halt José, die Privatperson mäßig, so weißt du. Und das war zu der Zeit, wo in Kolumbien halt auch die Studenten uns auf die Straße gegangen sind und voll die Action war und die Leute den halt so auch dafür angemacht haben, ey, warum äußerst du dich nicht dazu und du bist doch eine Stimme von uns, du musst doch auch was dazu sagen, hier passiert so viel Scheiße und du sagst nichts dazu. Und das halt alles in diesen, ich sag mal, 5 oder 6 Tagen, bevor er in Medellin halt so ein riesiges Stadion füllt, wo er der Hauptact ist, was er ja sonst vorher nie war. Und das ist so die das Abschlusskonzert von seiner Tour und so. Ist krass. Aber der holt, glaube ich, jemanden, er sagt so, ich bin jetzt ein Künstler, ich kann jetzt nicht so eine Rede schwingen, oder? Guckt euch das an. Also ich will jetzt nicht zu hart spoilern. Ne? Guckt euch das an, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich fand's cool. Natürlich, klar, wenn die eine Doku drehen, Alter, wie viel Wahrheit steckt dahinter? Ja, oder, das ist klar. Ne, weiß man jetzt nicht. Aber also ich alles, was er da gesagt hat, habe ich ihm abgenommen. Und ich glaube, der ist auch eine coole Person. Ja, voll. Aber das ist halt, also gerade da, wenn du da aufwächst, auch noch in so einer politischen Lage, ein Künstler zu sein, der weltweit
anerkannt ist, so genau. Ein Star einfach. Ja. Klar, jeder erwartet dann von dir irgendwas, was deine Situation, was, genau. Was deine Welt rettet. Genau. Ne? Und du bist dann so, ey, ich will nur Mucke machen, ich bin gar kein Politiker, aber irgendwann musst du natürlich bewusst werden, dass du halt einfach mal auch eine Verantwortung hast, ob du willst oder nicht. Ja. Die hatte einen Michael Jackson, die hatte einen, was weiß ich, alle möglichen Größen. Ey, krass, große Künstler. Aber hat man die? Also so einfach nur jetzt in den Raum geworfen, so hat man diese Verantwortung oder sagst du, ne, Künstler muss auch einfach nur Künstler sein können? Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht so krass auf das Thema ein, aber das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland auch sehr oft das Thema, dass zum Beispiel Leute dann deutsche Rapper anschreiben und sagen, boah, guck mal, da geht jetzt gerade das und das und das oder Hanau oder was auch immer, warum äußerst du dich nicht dazu? Und Leute äußern sich nicht, weil die Angst haben oder so, weil das einfach ein sehr schwieriges Thema ist und du kannst es wirklich nicht jedem recht machen, das ist natürlich klare Sache. Du willst natürlich aber auch nicht dir und deiner Musik schaden, weil du einfach wirklich nur Kunst machen willst, aber natürlich hast du, also ich bin ob du ein bisschen, willst oder nicht. Ich hab da voll die klar, ich bin so eine echt voll die extreme Meinung, weil die, ein Künstler, das habe ich auch gepostet, als diese ganze Palästina-Geschichte war, ich finde, ein Künstler muss sogar sich äußern. Weißt du warum? Guck mal, du hast jetzt, es ist die Intention, warum du Künstler wirst. Das Problem ist, das ist die Probleme unserer Generation, die machen jetzt, die werden alle Künstler, die Kohle machen und reich werden und Gucci Mucci und keine Ahnung was. Ja. Aber ey, Kunst selber. Ich will jetzt echt nicht wie ein Hippie klingen. Also so. Zumindest Hip-Hop kommt ja daher, dass man Missstände und auch eine Stimme. Kunst spricht ja immer etwas aus. Mhm. Also ein Künstler, der ein Bild malt, der will ja etwas ausdrücken, weißt du? Ein Schauspieler, der etwas schauspielt, der drückt ja eine Rolle aus. Und Musiker drücken etwas aus. Das ist Untergang, weil Kunst Schrott geworden ist. Einfach Kunst selbst Schrott geworden und sehr plump und sehr oberflächlich. Deswegen bin ich der Meinung, so diese einfache Erklärung, ja, weil da gab es so ein, zwei Statements, obwohl die Statements am Machen waren, war immer so, ja, als Musiker ist das ja auch nicht unsere Aufgabe, politische Statements. Doch, ist es. Ist es, weil du hast letztendlich, ist deine Kunst nur dafür da, um etwas auszudrücken, um der Gesellschaft eine Stimme zu verleihen. Weil nur weil du Künstler bist, bist du doch nicht mehr Teil, also bist du dann nicht mehr Teil der Gesellschaft. Ja, aber das ist auch Abhebung. Das ist so, ja, mir geht's gut, ich fahre ein Ferrari, ich hab ein fettes Haus, ich bin Künstler, mach mein Money-Business, bla bla bla. Ja, Bro, korrekt von dir, dass du es rausgeschafft hast, so aus dem normalen, nicht mal aus dem Ghetto, sondern aus der Mittelschicht, meinetwegen. Mhm. Und jetzt willst du dich den gesellschaftlichen Themen nicht mehr widmen. Aber lass mich dir eine Frage stellen, wenn zum Beispiel jetzt Al Pacino, der hat ja Scarface gespielt, hätte man ihn dann dafür jetzt, oder was weiß ich, von mir aus auch Massiv, wo er 4 Blocks gespielt hat, weil du diese Rolle gespielt hast, bist du dann automatisch auch verantwortlich, so, ja, hier mit Clan und so, musst du dich dann dazu, also musst du dich dafür gerade machen? Das ist jetzt natürlich die andere Frage. Al Pacino musste ich ja jetzt nicht dafür, dass Kolumbien, dass er wirklich Drogen oder so, dass dieser Film existiert, dafür muss er sich ja nicht rechtfertigen. Hat er damals zum Beispiel nicht gemacht, gut, war eine andere Zeit, aber ich weiß nicht, Alter. Also wenn ich da jetzt wäre, wüsste ich nicht, ob ich das machen will. Nicht, weil ich Angst habe irgendwie von meiner Karriere, dass die abkackt oder dass ich mir Werbepartner, einfach weil ich weiß, wo ich das rausnehme. Menschen, guck mal, die Menschen, also die Künstler, alle Künstler leben vom ganz normalen Volk. Mhm. Die zahlen deren Miete, deren fetten Autos, deren fetten Häuser. Wenn diese Leute von dir verlangen, ey, guck mal, da ist etwas, was uns bedrückt. Du hast eine Stimme, äußere dich dazu. Dann ist es meiner Meinung nach seine Pflicht sogar, das zu machen. Weil die Menge, die ihn bezahlt letztendlich. Mhm. Es ist immer so ein Freifahrtschein zu sagen, Künstler würden nicht für jemanden arbeiten. Doch, Künstler arbeiten am Ende für ihre Fans. Für die, die supporten, für die, die Geld ausgeben für die Tickets, für die CDs, für die Eintrittskarten, was weiß ich was, für die Streams. Du lebst doch von diesen Leuten, weißt du? Wie egoistisch oder ich würde fast schon sagen, es ist ein bisschen feige zu sagen, ja, das könnte meiner Musik schaden. Ja, Bro, das könnte dir auch schaden, nichts zu sagen, weil diese Leute, die dich andauernd supportet haben, wir haben das so bei Ilyas Mbarek gesehen. Ilyas Mbarek hat anscheinend eine Zuschauerschaft gehabt, die von ihm gerne gehabt hätte, Stellung zu beziehen. Du lebst doch von diesen Menschen. Die kaufen doch deine Kinokarten, die gehen in deine Filme rein. Musiker genauso. Und deswegen bin ich der Meinung, ein Künstler, jemand, der Hype hat, jemand, der groß ist, Mios hat, der kann sich nicht der gesellschaftlichen Verantwortung entziehen. Mhm. Und wir sind nun mal eine Gesellschaft und wir müssen uns gegenseitig, also, wie gesagt, du bist ja nicht mehr, nur weil du Mios hast, nicht mehr Teil der Gesellschaft. Alter. Ja, man bei Jordan ja auch gesehen, ne? War derselbe Dings. Ja, und guck mal, Jordan, obwohl das Assi war, hat Jordan eigentlich einen schlauen Satz gesagt. Obwohl, auch wenn der uns nicht passt jetzt. Ja. Der hat ja gesagt, auch Republikaner kaufen Tickets. Tickets, ja. Hat der sogar, obwohl dieser Satz voll Tickets der Bastard oder Nike-Schuhe waren das, ne? Jordan, ich glaube, da hat die Jordan Nike, schon raus, ja, genau. Ne?
letztendlich hatte er recht. Er war so krass overdosed, mhm, dass er sich dachte, okay, ich muss neutral bleiben, weil ich, also beide haben eine Meinung, ja, und ich, die beide, also von beiden verdiene ich mein Geld. Ja. Wie er das, ob er das jetzt kapitalistisch meinte, weiß, also ich gehe davon aus, dass er das kapitalistisch meinte, weißt du? Ja. Ich will jetzt nicht so ein, ich will jetzt aus dem. Nee, der ist schon so ein Typ. Das kommt natürlich auch auf das Thema an. Also wenn er sich zum Beispiel denselben Satz gedroppt hätte bei so einer George Floyd-Situation. Ja, verstehst du? Weißt du, ja, klar, also da kann man ihn sogar auch, ich verstehe dann, wenn einer sagt, ja, nur weil ich schwarz bin, muss ich mir, kann ich auch alles verstehen, weißt du, irgendwie, aber dieses Ding, weil wie gesagt, es gab Musiker, die ganz gesagt haben, Politik geht uns nichts an. Wir sind keine Politiker. Ich höre oft diesen Satz, wir sind keine Politiker. Ja, aber ihr seid Teil der Gesellschaft. Und da findet nun mal Politik statt. Du kannst auch sagen, ey Leute, ich bin strohdoof, ich habe keine Ahnung davon, deswegen sorry. Ich habe mich einfach damit noch nicht auseinandergesetzt. Genau, also um es jetzt, strohdoof ist jetzt böse gemeint, aber ich meine jetzt, ich bin nicht gebildet darüber, über dieses Thema. Ja, aber du hast ja immer irgendwie 10 Leute um dich herum, die dich beraten und die Sachen... Nee, wenn ich ihnen sogar Positives geben will und sagen, ja, okay, weil du hast recht, letztendlich können die sich auch in 5 Minuten darüber bilden, Alter. Ja. Oder dein Management gibt dir einfach ein vorgefertigtes so, Plan. Ja, verstehst du? Aber so sagen, nee, wir sind... Und dann kriege ich natürlich am Ende die größte Krise, wenn es Rapper sind. Ja. Serious, Alter, du machst Musik mit Rap, Alter, lass mich jetzt nicht wie ein Backpacker klingen, aber ey, Alter, das ist zu, da machst du es dir zu einfach, Bruder, nur weil du gerade einen geilen Nike-Deal hast, den du nicht versauen willst. Ja, sorry, dann menschlich gesehen jetzt, was soll ich dich ernst nehmen, Alter? Weil dein Nike-Deal jetzt wichtiger ist als ein Kind im Gaza, ja, ist korrekt, Bruder, dann schlaf nachts so, aber ist meine Michael Sache. Michael hat es immer cool gelöst, finde ich, Alter. Michael Jackson hat das will ich nämlich gerade sagen, wenn du dir die Videos von Michael Jackson anguckst. Irgendwie, also wie so ein Statement, so, also weißt du, ich meine, er hat sich nie dagegen gestellt, aber er hat sich immer auf die Seite der Leute gestellt, ohne eine Meinung irgendwie zu positionieren. Weißt du, ich meine? Ey, they don't care about us, wollte ich gerade sagen. Es ist am Ende des Tages voll das politische Statement. Übertrieben. Aber er hat's neutral cool gemacht. Ja. Er hat erstmal mit krasser Musik, dann ist er in das Land gefahren, um dort zu drehen. Ja. Und er sagt, er bleibt dem Unterdrücken bleibt er treu. Ja. Weißt du, er bleibt dem Unterdrücken treu. Letztendlich bezieht er keine Position, weißt du? Er hat es sehr schlau gehandelt. Und das wollte ich gerade sagen, ey, wenn du die Michael Jackson-Videos reinziehst, Alter, da ist so viel Politik drin. Mhm. Da ist so viel Politik drin. Und gerade J Balvin, der kommt ja auch noch aus Medellin. Also, da sind ja kleine Jungs, die den Traum haben, ey, ich will es schaffen wie der. Ja. Ich glaube, da musst du. Ja. Da kannst du gar nicht, also du musst. Ich glaube, deshalb hat er auch, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, so, ich habe die Doku jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich hatte nur in einem Trailer gesehen, dass er dann sagt, okay, vielleicht bin ich nicht die Person, die richtigen Worte dafür findet, aber ich hole mir jemanden, also so viel kann ich spoilern, glaube ich, er hat es am Ende dann doch nochmal selber angepackt. Okay. Und ich finde, er hat es cool gemacht. Ja. Und auch nicht so, kennst du diese Aussagen, die so wischiwaschi sind? So war es auch nicht. Ja. Ne? Er hat sich da schon, also er hat Stellung bezogen und ich glaube, der hat am Ende des Tages dann auch gecheckt, so ey, Alter. Aber da musst du als Künstler erstmal ranwachsen. Also wenn du jetzt gerade, sag ich mal, so gerade der hast ankommst und du hast da und da kommt auch noch so eine Situation wie zum Beispiel ein Bürgerkrieg oder was weiß ich, in Venezuela war ja, ist immer noch, sind ja auch Zustände. Da musst du auch erstmal versuchen, das Richtige zu sagen. So Ich glaube halt, das ist halt so eine Haltung. Also was halt bei vielen, auch bei Künstlern, was so ein bisschen fehlt ist, man hat so das Gefühl, die haben alle eine Meinung, aber keiner hat eine Haltung. Und wenn du eine Haltung hast und diese Haltung vertrittst, dann brauchst du gar nicht mehr großartig zu überlegen, sondern du hast eine Entscheidung, zum Beispiel Muhammad Ali, dass der sagt, ey, dieser Stein, der für mich hier in Ehren in Hollywood festgehalten wird, der kommt nicht auf den Boden, der kommt hier an die Wand, weil ich will nicht, dass die Leute auf meinen Namen treten. Auch Muhammad Ali ist sowieso, was Haltung angeht, Bruder, der hat seinen Titel abgegeben für Haltung. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du natürlich in der Größenordnung bist, dass du auch verträgemäßig, selbst wenn du wolltest, da gebunden bist oder Leute dir sagen, nee, das machst du nicht, du machst so, also egal, wie die Leute sagen, aber das ist ja so frei. Aber so Muhammad Ali hat seinen Titel abgegeben, Alter. Ja. Weil der gesagt hat, ich gehe nicht zur Armee und kämpfe für jemanden, der... Aber der ist auch anders. Und der hatte wahrscheinlich auch, glaube ich, nie... Also so ein klassisches Management wie J Balvin oder so oder 10 Leute, weißt du, ich meine? Er das, selber, er war nur er, ja nur er selbst. Ja, er stand ja nur alleine dort. Und er kommt auch aus einer anderen Zeit. Ja, also, klar, da waren wenn wir den Film Ali gucken, auch, Ali Boumaier. War Revolutionärer so. Auch, ja. Das stimmt schon. Und also ein bisschen fehlen uns die revolutionären Typen, Mann. Deswegen meine ich ja, die könnten, also der Muhammad Ali sagt halt auch in einem Interview, ich bin nie Boxer geworden, um Boxer zu werden. Mhm. Ich bin Boxer geworden, damit ich jemand bin, so, den man hört, weißt du? Und das fehlt. Es fehlt einfach dieses, die Intention, an Stimme zu gewinnen, um etwas zu verändern. Alle sind halt so, ey, wie mach ich Cash? Mhm.
Drake zum Beispiel hat sich auch noch nie irgendwie... Nein, politisch. Niemals. Würde der niemals. Deshalb machen. Ist er auch kein Michael Jackson, Junge. Jetzt hast du deine Antwort. So. Aber weißt du, warum Ali tatsächlich Boxer geworden ist? Es gibt so ein Kinderbuch, was ich gekauft habe für Isa, damit er das lesen kann. Da wird eiskalt beschrieben, dass ihm wurde sein Fahrrad geklaut. Ach so, genau. Und dann ist er zur Polizei gegangen und dann hat er gesagt, dass er halt den Typen festnageln will. Und dann meinte er, nee, bevor du halt hier jemanden boxst, kommst du in den Boxclub, wo der Polizist selber war, in dem Boxstall und hat dann da Boxen gelernt. Krass. Eiskalt. Weil sein Fahrrad geklaut wurde. Hammer, ne? Das ist so krass. Ja. Ja. Ah, Junge. Sonstiges Familie. Ja, alles gut, Alter. Was gibt's, was passiert in der Welt? Ich krieg irgendwie nichts mit, Alter. Ich auch nicht. Ey, ich hab auch nur. Nee, ich hab auch nur gesehen, Bushido macht eine Ansage. Die haben gegrillt. Echt? Oh. Ja. Ich gucke jetzt gerade nach so Gasgrill und so weiter. Ich bin ja Holzkohleverfechter, aber ich muss sagen, ey, Alter, also in Deutschland kannst du ja sowieso keinen Holzkohlegrill auf dem Balkon anmachen. Da ist ja direkt... Ich hab einen Gasgrill, ich würde den für nichts eintauschen, Alter. Und du machst den an, du brätst, du machst aus, fertig. Fertig. Alter. Also, aber das sauber machen. Ich liebe meinen Gasgrill. Ja, sauber machen musst du bei jedem Grill. Aber ey, Alter, also für einen Weber... Aber bei Gasgrill auch einfacher. Für einen einfachen kleinen Weber-Grill 300 Euro sehe ich halt auch nicht kommen. Ja, das ist echt krass. Nee, das stimmt. Aber bist du so Grill insgesamt? Ich habe das für mich nur entdeckt, so okay, der Einfachheit halber. Ich grill gerne und das schmeckt einfach geiler, aber ich bin jetzt nicht so, es gibt Leute, die dann so, ja, mit, wenn du das Fleisch essen willst, musst du das damit grillen, damit ich das besser ist. Ich habe letztens ein Video gesehen, Alter, aus der Türkei, so ein Typ, der hat ein Pastrami-Sandwich machen wollen. Ja. Und jetzt zieh dir mal das rein. Der Typ ist krank. Der hat das Fleisch eingelegt, ich glaube für 10 Tage. Dann hat er das irgendwie rausgeholt. Dann hat er das nochmal irgendwie bearbeitet. Dann hat er das, glaube ich, lass mich nicht lügen, der wollte 9 Stunden, dann waren es am Ende 12 Stunden. Dann hat er das so auf dem Weber-Grill mit indirekter Hitze und mit so Temperaturfühler. Alter. Und also der hat das wirklich 12 Stunden lang, ne? Und am nächsten, und am nächsten Tag hat er dieses Sandwich gemacht und ich dachte mir, Alter. Alles für ein Sandwich, Alter. Aber das war es wert, Alter. Boah. Und der hat das nach so einem Rezept gemacht. In New York gibt es wohl einen ganz, ganz berühmten Pastrami-Laden. Mhm. Und der hat das wohl, der hat das so krass recherchiert, auch so von Mitarbeitern, was weiß ich, über Jahre hat er sich irgendwie da zusammengetragen, wie man das macht, ne? Krass. Welches Fleisch und wie und was und wo. Und, für dieses eine Sandwich? Für dieses eine Sandwich. Tschüss. Oh, ey, ganz ehrlich, ne? Also das war maximal für sich und für seinen Homie, der da immer dabei war, für 2 Sandwiches. Also maximal. Und das Fleisch war so ein riesiger Batzen. Also wirklich so, keine Ahnung, 30 mal 20 oder so. Krank. Aber das bewundere ich, Alter. Aber ich glaube, ich selber könnte sowas nie machen. Dafür habe ich einfach keine Geduld. Ich habe so bei meinem Gasgrill habe ich so eine Infrarotplatte rechts dran. Ja. Das soll halt das Hammer-Ding sein für Steak und sowas. Nee, nicht nur für Steak. Du kannst ja auch Maiskolben, Kartoffeln, du kannst ja alles mögliche Pizza machen, die weißt, Leute was so auf weiter haben. Das Einzige, was auf dieser Infrarotplatte passiert, ist Omas Shisha-Kohle, die da angemacht wird. Das ist das Einzige, wofür diese Platte benutzt wird, Bruder. Die ist doch schon bestimmt richtig misshandelt, ne? Es ist so, keine Ahnung, das ist mir zu freaky. Geht das? Also du legst Kohle einfach auf den Infrarotgrill. Das ist die Hitze, die richtig kommt, weißt du? Echt? Ich dachte, du brauchst, man kann ja auch die Kohle anzünden, ohne das, was passiert. Ach so. Ich dachte, du brauchst immer irgendwie schon so einen krass Topf. Heiß. Nee, es ist nicht so, es ist ja Infrarot, nee, es ist nicht wie bei der Platte, jetzt bei Ceran? Du meinst Induktion. Du meinst Induktion. Ja. Du meinst Induktionsplatte. Infrarot ist nochmal anders? Infrarot ist anders, ist die Hitze per Infrarot, weißt du? Ah, okay. Strahlen halt. Krass, ich dachte, das wäre auch dann mit Gas. Nee, du hast aber auch so einen perversen Grill, ne? Ja, ich hab diesen Gasgrill mit dieser Infrarotplatte. Aber wie oft benutzt du den im Jahr? Lohnt sich das? Oder ich weiß, ich hab den, glaube ich, 3-mal benutzt oder so. Ja. Okay. Das ist halt ab. Okay, ich meine, wie oft willst du den auch in Deutschland benutzen? Wir haben gerade 12 Jahre Winter, Bruder. Aber echt. Das Problem ist, Bruder, du kaufst so einen Grill für 500 Euro, dann lässt du den ein Jahr draußen stehen, geht ja nicht anders. Ja. Und dann fängt er schon an zu rosten und so, also... Ich habe natürlich, wieder gegeiert, Junge, und bei mir verschiebt sich so ein ganzes Metall gerade, Alter. Der Sugar hat mich irgendwann infiziert. Der hat ja irgendwie so ein, es gibt so einen französischen Namen dafür. Oh, Alter, wenn ich schon einen französischen Namen habe. Der ist wie bla bla irgendwas. Auf jeden Fall, das Fleisch wird so, wie nennt man das, nicht laminiert, wenn das so vakuumiert. Also dann wird die Luft abgezogen und du hast das dann in so einem Beutel. Und dann wird das so bei, keine Ahnung, 50 Grad oder so, wird das so stundenlang gegart. Ja. Dann holt er das raus. Ne? Und dann wird das einmal kurz von beiden Seiten eine Minute lang max angebraten. Boah. Ey, Bro, der hat das einmal gemacht, ne? Und Sugar ist so ein Mensch, Bro, also
der ist jetzt nicht so der Koch oder ja, nicht ja, so der klar. Gourmet-Typ. Ja, aber ne? wenn der das macht, dann, also bei ja, dem, egal das, was. Das ist eine Leidenschaft. Der genau. wird erstmal Professor davon. Genau, wenn er was macht, macht er es halt genau. Und ey, Alter, ich habe wirklich schon viele Steaks in meinem Leben gegessen, ne? Aber das war eines der leckersten Steaks, die ich gegessen Echt? Habe. Und oh. bei Sugar habe ich das einfach nicht erwartet. Und das war so ein krasser Moment, wo ich so, okay, alles klar. Also sehr, 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 sehr krass. Ne? Und ihr wisst ja, bald habe ich Geburtstag, ihr wisst ja, was ihr mir schenken könnt auf jeden Fall. Ein Smoker. Ey. Nee, Smoker, Bro, das ist mir viel zu viel Arbeit. Smoker, ja, man, ich bin jetzt reingezogen, dieses Smoker ist ja 15 Stunden längst dran. Gas an, ja, Hammer, Bruder. Grillen aus. Das ist das Beste, Alter. Das war's, Alter. Danach fühlt man sich auch wie so, ich habe Feuer gemacht. Weißt du, ich meine? Ja. Du kannst, und wir sind die letzten Stadtboys, Alter. Und ja, kannst, voll, wenn du uns echt. Zwei Tage in die Eifel tust, wenn Alexa mir nicht sagt, was wir zu tun habe, kack ich ab, Bruder. Boah, nicht mal Dschungel, einfach nur in die Eifel, ich kack da ab zwei Tage, Bruder. Ey, kennt ihr diesen Bear Grylls, heißt der, glaube ich, ne? Oh ja. Ey, was ist das für ein kranker Typ, Alter. Ich habe letztens so ein Video mit King Size gesehen, da liegt so ein Kamel tot in der Wüste, ne? Ja, dann macht er so. Ja, dann nimmt er das so komplett auseinander und dann sagt er so, und wenn ein Sandsturm kommt, verstecke ich mich in den Einfach. Geht der einfach in das Kamel Alter, rein, Bruder. Der ist krank. Der ist krank. Bruder. Aber mit, wenn das Zombie-Apokalypse-Ende kommt, dann überlebt der. Gehst dann du zu dem. Dem ja, Mann, dann willst du mit dem Dann lieber mit ihm, Alter. Ja. Scheiß auf dein Verrat. Aber ey, der macht doch ganz kranke Sachen. Darf ich das überhaupt erzählen? Er nimmt einfach diesen Kameldung und presst ihn und trinkt das Wasser. Ja, und sagt, wenn ihr kein, also das ist nichts, Leute, das ist nichts für schwache Nerven. Es ist geil, wenn ihr so Survival-Typen seid, ne? Dann guckt euch das an. Aber ansonsten, Alter, also... Und auch was Maden, ey, Alter, der isst so Madenfette einfach. Ey, warum sind die so? Die haben immer so Freaks, ne? Die Amis haben immer irgendwelche so... Ist der überhaupt Ami? Doch, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Ich hab irgendwann den Sound was ausgemacht. Was machen wir hier? Bushcrafting. Weil ja auch so die Knochen bricht und so. Ich konnte irgendwann nicht mehr zuhören, Alter. Boah. Ekelig. Ah, Junge. Ekelhaft. Okay, von Steak zu ich hab Kamel. Alter. Ich hab richtig Hunger bekommen. Auch wenn es so ekelhaft klang, aber ich hab trotzdem Hunger, Alter. Boah. Ey, Jungs, der Sommer kommt, ne? Ja, Mann. Ey, voll. Ja, was ist die Farbe des Jahres? Türkis. Echt? Ja, weil ich habe letztens, ah nee, das darf ich gar nicht sagen. Aber komm, ich sag's trotzdem. Ich habe einen Kollegen, der einen türkisen Mercedes hat. Und direkt dahinter hat einfach so ein BMW in Türkis geparkt. In Türkis, ja. In derselben Farbe. Und ich habe dir ein Foto geschickt. Ne? Ich habe in der Stadt noch einen BMW in Türkis. Der Shit, ne? Ja. Ist anscheinend der Trend geworden, krass. Alter. Ja, sollten die Leute sich mal mehr klamottenmäßig. Links. Wieso, was meinst du denn, was die Farbe der Saison jetzt ist? Ja, doch, hatte ich auch das Gefühl. Orange finde ich auch gerade am Kommen. Ja. Hart. Obwohl man aussieht wie ein Müllmann in Deutschland. In Deutschland kannst du auch nichts ertragen. So. Du siehst aus wie ein Müllmann oder wie ein Lieferando-Typ. So, wir hatten früher mal diese Mode, diese West Coast-Mode von Orange County-Klamotten. Ey, ja. Das war das Einzige, was wir nicht als Jugendliche getragen haben, weil es war dann, hey, du Müllmann. Ja, aber im Endeffekt, wenn du mal zurückschaust, alles, was sie getragen haben, war entweder Blaumann, irgendwelche Boots, die eigentlich so. Die Steppfächen waren geil, sag ja, klar, und nee, es kommt mit ja. Mit den Cardcap. Genau, es kommt, ja. Ja, es kommt tatsächlich, ja. Bro, ich habe heute einen gesehen, der hatte Baggies, der hatte so wie so ein Fubu-Pulli und auch Cappy nach hinten. Der sah einfach, Air Force One. Bro, der sah einfach aus wie, keine Ahnung, Eminem 2001. Ja. Also anscheinend kommt das gerade zurück. Es kommt ja die ganze Karat-Mode und so, Dickies-Mode von früher, ja, ist ja Mode aus dem Knast. Ja. Also die haben ja diese Arbeiterklamotten getragen, weil die keine Kohle hatten. Man sagt doch dieses... Ja, auch so, weil die so weit waren, ne? Ja, weil genau. weit und die haben die halt aus dem Knast, die Mode vom Knast haben die halt auf die Straße gebracht. Deswegen hatten die Karat-Klamotten an, Dickies-Klamotten, das waren Arbeiterklamotten. Ja. Das war überhaupt gar nicht für Mode gedacht. Nee, du hast doch die Klamotten von deinem älteren Bruder genau, angezogen. Genau, das auch. Genau. Ja. Inklusive ich hab, mir. Ich habe letztens Chucks zum Beispiel, ne? Ich bin jetzt nicht so ein mörderischer Chucks-Fan, du schon. Ja. Ich habe letztens erst rausgefunden, dass diese zwei Löcher an der Innenseite, ja. ne, wofür die sind. Da war mal so ein ganz, ganz berühmter Basketballplayer, der hat mit diesem Chuck Taylor, genau, und der hat ja diesen Schuh auch entwickelt. Der hat mit diesem Basketballspieler zusammen den Schuh entwickelt. Die wollten halt so einen Street-Schuh, aber auch so einen Basketballschuh. Und wenn du mit der, wie heißt das? Mit dem Schnürsenkel, also Schnürsenkel durch diese beiden da durchgehst, und das, also es gibt so eine Technik, und das da durchziehst und dann nochmal spannst, dann kriegst du mehr Stabilität im Fuß und das ist cooler für Basketball. Ah, siehst du. Ja. Korrekt. Die Sohle war halt sehr dünn, natürlich, aber für die Zeit war das schon so arg. Ich bin Gott sei Dank 20 Jahre, Bruder, Chuck Taylor, immer treu. Wie viele Chucks hast du, Alter? Boah, ich hab die in allen Farben.
gehabt. Also manchmal, die reißen, dann schmeiß ich die weg und so ein Scheiß. Krass. Wieder neue. Ja. Ich die echt wirklich in den laufenden Jahren hatte ich in jeder Farbe schon mal gehabt. Ja. Krass. Nee, ich habe tatsächlich, also ich habe auch immer Chucks geholt, vor allem weil bei uns hier Grüße an Euromoda. Die hatten immer diese genau, Ausverkauf. Genau. Und Metro. Die und Metro, genau. 30 Euro. Genau. Echt geil. Aber das sind Schuhe, die werden niemals weggehen. Auch wie Vans. Genau, und Vans ist seit den letzten Jahren trage ich halt immer nur Vans. Gab's Vans früher eigentlich auch schon? Ja, das war das. Vans waren immer Skaterschuhe. Skaterschuhe. Deswegen die keine... und R, wie heißen die nochmal? Ach, da gab's noch welche die Skaterschuhe. Nein, die hießen anders. Für Skater? Ja, Airwalks. Ach so. Ich glaube, Airwalks hießen die. Ja, das waren so extra Specials für Skaterschuhe. Ja. Stimmt. Ja, das sind immer diese fetten noch. Ja, die hatten halt Zeit, ne? Genau, und dann gab es ja noch die später, aber es ist gegen 2000 gekommen, die, wie hießen die? Mit D hieß, ist das irgendwas? DC oder so? DC, ja, DC, genau, DC-Shoes. Ja. Die sahen aber auch so wie Bernd hat. Ja, voll. Viel zu fett, Alter. Ja, die waren halt zum Skaten, ne? So, die konntest du dann schön übers Schleifpapier ziehen und dann, weil dann, sonst hast du deine Schuhe gefickt. Also, wie oft ich Grip-Tape drauf hatte, komplett oft über die Schuhe verteilt, Schuhe aber zerstört. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, deshalb kauft man Skaterschuhe. Ja. Ey, Jungs, ich hab Bro, Skateboard war auch immer so. Das ist schon immer so. Wie viel? Ich bin schon drei Minuten bin ich raus. Ey, apropos Hunger, ne? Ich muss mal eins sagen. Ich war heute bei Pablo in Düsseldorf. Escobar? Nee, Pablo heißt der Laden in Düsseldorf auf der Ackerstraße. Ja, ey, Bro. Also. Was gibt's bei dem? Alles. Das mexikanisches Essen, Bro, dem seine Guacamole, ne? Ist einfach krass. Sein Essen ist unglaublich. Ja, der macht auch so so Zitronensaft, also Limejuice. Ja. Und auch so Hibiskussaft und so. Ey, ist krass, Alter. Er macht Enchiladas, Burritos, Quesadilla. Also, du kannst auch alles da essen. Und der hat so eine geile scharfe Soße. Ja. Und diese scharfe Soße ist so, ich dachte erst, das wäre Barbecue. Und ich habe auch so gefragt, ey, ist das Barbecue-Soße? Und dann hat er gesagt, nee, das ist so eine bestimmte Chili-Sorte. Aha. Die gibt es halt tatsächlich nur irgendwie, glaube ich, in Mexiko oder so. Okay, krass. Und diese Soße, warte mal ganz kurz. Yunus, sorry, Bro, ich hatte dir das geklaut. Sorry, Bruder. Boah, da cut ich nicht raus. Yunus, Bruder, komm jetzt sofort ins Bild rein, Bruder. Ich mach mir nicht die Arbeit nicht schnell. Willst du nochmal klappen, oder? Nein, lass so, Bruder. Und ich dachte erst, das sind so, wie Barbecue-Soße oder so. Und dann meinte er, nee, das sind diese Chilis, die sind extra irgendwie aus Mexiko oder so. Ja. Und die geben diesen rauchigen Dingens. Ja. Und er meinte, ich mag eher Jalapenos, aber viele mögen diesen Dingens. Ja, so. Ja. Geil. Bro, auch diese schwarze Bohnenpaste und so. Ich will jetzt gar nicht anfangen, aber das war... Weiß ich Hunger ab. Aber von allem... Wir können auch anrufen, ne, Bruder? Der ist auch so... Der aber ich vermisse irgendwas, was so... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... Es gibt von allem immer das Gleiche. Also es gibt einer, der macht einen neuen Laden auf, aber es ist Essen, was du schon kennst. Nee, weißt du, warum das ist? Also ich erkläre dir das. Ich hatte letztens einen afrikanischen Laden oder so. Gibt's auch. Ja? Gibt's auch Fufu Essen in Düsseldorf und so. Quame kann ich direkt abchecken. Also es gibt alle. Also guck mal, es gibt, glaube ich, auch einen Laden in Essen, der macht so Special afrikanisch. Ja. Also guck mal, weißt du, woran es liegt? Wir haben letztens schon mal eine Diskussion mit einem Kollegen von mir gehabt. Es liegt daran, dass du zum Beispiel, wir essen halt auch, es gibt zwar von allem, alles, aber wir essen immer das Gleiche. Es gibt halt alles zu viel. Zum Beispiel Döner, es wird vollgepackt mit allem. Ja. Oder wenn du zum Beispiel bei Taco Bell, da kriegst du halt alles, aber das ist nicht auch nicht geil und da wird so Soßen reingeknallt und das und dies und jenes. Man muss ein bisschen back to basics gehen. Ein Taco musst du zum Beispiel auch nur, was weiß ich, mit ein bisschen Salat und Leim und Petersilie und die sind auch normalerweise ganz klein und weißt du, also jeder versucht sich zu überbieten, ne? Oder unterbieten. Ja. Oder eine Special Soße, ey Alter, also die Special, also du schmeckst das Fleisch ja gar nicht mehr, weil wegen dieser Special Soße. Ja, voll. Ich muss jetzt schon, wenn ich einfach nur einen Döner bestelle mit grünem Salat und Tzatziki oder so, dann guckt er mich komisch an. Ich so, nein, mehr ich will ich gar nicht haben. Mehr judge, ich mache nur noch wirklich grünen Salat, ja, Mann, Tomaten, bisschen fertig. Tomaten und ein bisschen Chili-Pulver, das war's. Genau, was ich jetzt mache. Ich gehe jetzt einfach. Wohin? Nee, Bruder, du wirst schon sterben mit vor Hunger, Alter. Okay. Wow, und ein Ding nach dem anderen, Bruder. Okay, ey, dann schreib mal bitte so Essenstipps für Hakim. Ey, check den Patreon-Link ab. Check den Patreon-Link ab. Supportet uns. Es ist immer unter unseren Videos. Yes. Also auch die Spotify hören, geht ganz kurz auf YouTube rüber, zieht euch den Link rein. Mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy. Mein Name ist Jay. Ich gehe jetzt essen, Bruder. Check it out. Freiheit für Palästina, Alter. Haut da rein. Ei.